Hier ist Amsel Lenz! Ich war ein bisschen länger und Helmut natürlich und Luis und Sophia. Bitte verzeiht, dass ich nicht alles merken kann, aber das ist ein ganz starkes Team hier auf der Bühne. Und ich bin froh, dass ihr angereist seid aus Berlin und ja, eure Bühne. Ja, tausend Dank, Nana und Daniel Reh auch. Mitgründer der Demokratischen Gewerkschaft, gegründet am 2. August im Berliner Mauerpark. Nach unserem 1. August mit roundabout 1,3 Millionen Demokratinnen und Demokraten in Berlin, die dann runtergerundet wurden auf die berühmten 20.000. Also es ist auf jeden Fall toll, dass in Hannover auf dem Schützenplatz so unglaublich viele Menschen sind, das ist eine wirklich große Klasse. Überwältigend. Jo. Seid im Grunde alle umarmt. Der Herbst, der feste Händedruck an jeden von euch, der ihn haben möchte, oder auch der Bussi. Es ist Valentinstag. Demokratische Gewerkschaft, warum? Die Demokratiebewegung ist unteilbar. Wir gehören zusammen in dieser Situation sowieso. Wir lassen uns da überhaupt nichts einreden und wir lassen uns auch überhaupt nicht ablenken von irgendwelchen Spleens, die du, die ich, die irgendwie auch noch hat. Es geht nicht darum, welches Fahrrad wir fahren, welche Farbe wir gerade toll finden, welche sexuelle Orientierung wir haben. Dieser Käse ist jetzt im Moment gerade mal nicht so wichtig. Es geht um unsere Grundrechte und Teil davon ist auch eine ernsthafte Vertretung der Interessen derer, die sich Monat für Monat durchhangeln müssen mit ihren Einkünften. Also klassisch Arbeiter, Angestellte, kleine, selbstständige Gewerbetreibende, die Tagelöhner, die es in Berlin und auch sonst in der Musik zuhauf gibt, die schon vollkommen von der Berufspolitik vernachlässigt werden seit jeher im Grunde und auch von den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften des DGB haben ohnehin seit Jahrzehnten versäumt, tatsächlich mal einzutreten für die Interessen der Lohnabhängigen, der Werktätigen in unserer Bundesrepublik. Das wissen wir im Grunde alle schon. Unter dem Corona-Regime mit seiner ganzen Verfassungswidrigkeit haben sich diese DGB-Gewerkschaften entpuppt als vollkommen gelbe Gewerkschaften, also als Gewerkschaften, die gegen unsere Interessen arbeiten und die für die Interessen einer verpeister gegangenen Regierung arbeiten und der Konzerne, die dort im Hintergrund federführend sind. Das hat notwendig gemacht, nicht nur ein Zeichen zu setzen, sondern eine ernsthafte Struktur zu schaffen, zumindest anzufangen, sie aufzubauen. Das haben Daniel Reh, Anke Wolf, Hendrik Sodenkamp und ich und viele andere 40 Gründungsmitglieder gleich am ersten Tag in Gang gesetzt. Und das hier ist ein erstes Ergebnis davon. Zwischenzeitlich haben 10.000, über 10.000 Menschen für die DGB angemeldet. Und so wächst eine Struktur. Die demokratische Gewerkschaft als Vertretung der Lohnabhängigen, als auch übrigens mit einer Sparte, also ich glaube, Landwirte, auch ein Livestream mit denen gehören wir auch zusammen. So eine Stunde seit dreieinhalb Wochen ist Berlin glücklicherweise bereichert von den Leuten, die für uns wortsinnig die Kartoffeln vom Feld holen, unseren Mitmenschen, Mitbürgern und Kollegen, den Landwirten, den Bauern, die der Regierung mit Hunderten von Traktoren jeden Tag am Alexanderplatz zeigen, was eine Hake ist. Nein, ich hätte mich schon gemeldet. Ein Gruß an die Bauern. Vielen Dank. Ja, es ist ein Longfest am Valentinstag. Und also ich bin stolz darauf, mit so fähigen, tollen Leuten verbunden zu sein. Wir arbeiten gerade auch nicht wenig, weil diese Arbeit es gerade wirklich braucht. Wir wissen auch alle, wie schön es ist, einfach mal faul zu sein und dass man das gerne mehr sein sollte. Arbeitszeitverkürzung ist ein Thema der demokratischen Gewerkschaft. Faire Verteilung von Arbeit und auch die faire Verteilung des produktiven Outcomes. Und natürlich insgesamt auch das Verfassungsthema insgesamt. Wir bestehen auf dem Grundgesetz und wir bestehen darauf, dass eine Revolution, wenn sie denn stattfinden soll, ob nun die vierte industrielle oder welche auch immer, von unten nach oben stattfindet und nicht von oben nach unten. Jedenfalls nicht ohne uns zu fragen. Und am Ende werden wir es sein, die zu sagen haben,
wir machen hier das Ganze. Wir gehen hier zur Arbeit, wir bezahlen unsere Gewerkschafter, wir bezahlen unsere Politiker und am Ende bezahlen wir auch dieses Konglomerat an Managern, die sich gerade überlegt haben, wie der nächste Unterdrückungsapparat aussehen soll. Das sind Methoden der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir haben die hinter uns gelassen und wir werden uns durchsetzen. Über unsere Zukunft entscheiden wir selbst. Und deswegen werden wir eine Verfassungserweiterung anstreben, ernsthafte Volksentscheide in allen grundlegenden Fragen, auch die Währung betreffend. Wir werden durchsetzen auf Basis des Grundgesetzes eine Erweiterung im Sinne des imperativen Mandates, damit so etwas, wie es CDU und SPD und auch die Grünen derzeit durchziehen, leider auch Teile der Linkspartei, leider auch Teile der FDP, leider auch Teile der AfD, nie wieder vorkommen kann. Wir übernehmen die Macht! Und der Tag wird kommen, an dem sich diese Leute werden zu rechtfertigen haben. So wie es jede Regierung muss. Jede Regierung muss sich den Menschen, dem Volk gegenüber rechtfertigen, nicht das Volk gegenüber der Regierung. Und das sind im ganz bunten und diversesten Sinne und besten, feinsten Sinne, mit dem man das sagen kann, das Volk sind und bleiben wir und das ist unser Land. Und in letzter Konsequenz üben auch wir hier die Gewalt aus. Und das müssen wir in letzter Konsequenz dann auch klar machen. Aber die Liebe steht zuerst und das Verständnis für die Mitläufer, die überwältigt wurden von einer Schockstrategie, wie Naomi Klein das nennt. Das haben wir alle zusammen gut gemacht und wir machen es auch gut, uns dieser Verfemung nur ein Stück weit auszusetzen, sondern einfach zusammenzuhalten in dieser Situation, tatsächliche Toleranz zu üben. Nicht die repressive Toleranz, wie Marcuse es nannte, sondern eine echte. Wir sind hier zusammen drin, wir werden uns schon irgendwie verständigen. Und dieser Prozess hat begonnen. Und im Grunde hat die Revolution, die demokratische Revolution der Demokratiebewegung in Deutschland bereits stattgefunden. Hinter so lang anhaltende Demonstrationen geht es nicht zurück. Wir werden uns alle gemeinsam durchsetzen und dann werden wir einen Weg finden, wie wir uns verständigen, wie wir uns Regeln geben, die menschenfreundlich sind und mit denen wir gemeinsam in die Zukunft gehen können. Wir werden wahrscheinlich nicht alle an jeder einzelnen Ecke genau zufrieden sein, so wie es dann rauskommt, aber wir werden uns so verständigen, dass wir sagen können, gut, das ist guter demokratischer Konsens. So funktioniert das. Wir lassen uns nicht ins 20. Jahrhundert und dessen düsterste Seiten zurückhetzt, kommt nicht in Frage. Und in diesem Sinne übrigens auch nochmal ein Gruß an die Antifa SASS, wie Rudi Dutschke das sagte. USA ist ASS, das war ein bisschen frecher Kommentar damals von Rudi Dutschke. Aber man muss wirklich sagen, wie diese konzerngelenkte, unterwanderte Fake-Antifa seit einem Jahr sich benimmt, ist das Ergebnis einer vollständigen Deformation der Linken. Linke arbeiten für die Arbeiter, für die Angestellten und nicht gegen sie. Und das sind keine Linken, das sind Merkel-Truppen. Und dann wünsche ich angenehmen Untergang auf einem Schiff, das nicht unseres ist. Und wir machen dann weiter und werden dann irgendwann auch euch gegenüber Verständnis zeigen müssen und etwas finden, wie wir zusammen weitermachen können. Denn wir üben diese Toleranz. Wir haben weiterhin geöffnete Arme für Leute, die in den Kreis der Demokraten zurückkehren wollen. Die andere Seite macht das nicht so. Aber das ist übrigens auch ein dialektisches Gesetz. Die Verfemten werden sich am Ende durchsetzen. Wer dermaßen verfolgt wird und auf die Rübe kriegt, von den Leuten auch noch, die eigentlich für uns arbeiten sollten, der setzt sich am Ende durch. Das ist eine geschichtliche Konstante, vielleicht morgen, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr. Spätestens in 10 Jahren werden wir, die deutsche Demokratiebewegung,
in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit uns durchgesetzt haben. Da bin ich mir absolut sicher.